Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute zwei herausragende Menschen hier, die ich Ihnen auch gleich vorstellen möchte. Reden tun wir heute über Diabetes und das metabolische Syndrom bis hin zur Fettleber. Und die zwei Gäste, die ich heute habe, die haben es in sich und ich stelle sie Ihnen auch gleich vor, wenn Sie dranbleiben. Da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen die Gäste vorstellen. Einerseits ist es ein Biochemiker. Zu diesen Menschen habe ich sowieso immer die höchste Achtung, weil sie einfach in diesem kleinsten Molekül immer wieder die ganzen Zusammenstellungen kennen oder feststellen. Und das ist nämlich der Dr. Wolfgang Alexander Simon. Ganz herzlich willkommen, lieber Wolfgang. Und danke für die Ehre, dass du gekommen bist. Und andererseits natürlich einer der herausragendsten Mediziner, die ich überhaupt kenne, der Dr. Med. Kurt Mosetta. Herzlichen Dank, dass du auch da bist. Dankeschön. Und ich mit euch zusammen hier eine Sendung machen darf über dieses Problem Diabetes, Fettleber. Und da interessiert mich natürlich speziell aus biochemischer Sicht her, was deine Forschungen über diese Jahrzehnte hinweg gezeigt haben, woher eigentlich diese Ursachen sind zu dieser, sag jetzt mal so, Volkskrankheit. Die Ausgangslage ist natürlich die gestörte Stoffwechsellage. Wenn man die ganzen enzymatischen Abläufe sieht, wie die ineinandergreifen, die am Ende die Nahrung verarbeiten zu CO2 und da muss irgendwie etwas geschehen und diese Abläufe müssen koordiniert werden, ja, und dann am Ende von aller Nahrungsaufnahme steht im Grunde Energie. Die Energie in Form von ATP. Und wenn diese Abläufe, Aufnahme von, denn Energie heißt nichts anderes als die Verbrennung von Wasserstoff. Und der Wasserstoff ist in der Nahrung drin, in den Kohlenhydraten, in Fetten. Und dieser Wasserstoff muss diesen Substanzen entzogen werden, eingeschleust werden über verschiedene Schritte bis schließlich in die Mitochondrien. Und dort wird aus diesem Wasserstoff, gibt er die Elektronen ab auf Sauerstoff. Und der Gradient über die innere Mitochondrienmembran, die Wasserstoffgradient, der erzeugt ATP. ATP ist die elementare Währung in unserer Zelle, die für alles gerade steht. Wir brauchen ATP für die Muskelkontraktion, wir brauchen ATP zum Denken, wir brauchen alles. Wir verbrauchen ungefähr am Tag 80 Kilo ATP. Das heißt, fast unser eigenes Körpergewicht muss erstellt werden für diesen Energieträger. Und jetzt kann man sich vorstellen, was passiert, wenn die Nahrung nicht mehr koordiniert aufgenommen wird, wenn sie nicht mehr genau das erbringt, was sie erbringen muss, nämlich Energie. Und jetzt beginnt natürlich die Frage, warum es heute so viele Volkskrankheiten gibt, sogenannte Volkskrankheiten, weil die Nahrung nicht mehr diesen Weg nimmt, den sie nehmen müsste. Sie bleibt teilweise in einem Vorzimmer stecken. Das heißt, sie kommt nicht mehr in die Zelle herein. Im Zusammenhang mit der Glucose ist das die Insulinresistenz. Die Glucose, die angeschwemmt wird, die durch die Nahrung aufgenommen, gespalten im Darm, systemisch verfügbar, ist im Blut und weiß nicht mehr, wohin sie soll. Sie wird nicht mehr im Muskel aufgenommen. 80% aller Glucose, die aufgenommen wird in der Nahrung, muss im Muskel landen. Denn wir sollten uns bewegen den ganzen Tag, das ist da genau wieder der Punkt. Wir bewegen uns natürlich die meisten zu wenig, aber normalerweise, wenn es gut läuft, wird 80% der Glucose in die Zelle gegeben und dort sozusagen der Wasserstoff entnommen, um schließlich in der oxidativen Phosphorylierung zu ATP zu werden. Wenn jetzt zu viel Nahrung aufgenommen wird, dann kommt es einmal wird die überschüssige Glucose, zuerst mal funktioniert das Insulinsystem, wird sie gespeichert im Muskel. Wenn der Muskel voll ist, wird die Glucose mit demselben Mechanismus insulinabhängig in der Fettleber, in der Fettzelle gespeichert. Auch die Fettzelle hat natürlich ihre Kapazitätsgrenzen, deswegen wandelt sich die Glucose in Fettsäuren um. Das ist viel kompakter. Und hat auch nicht das osmotische Problem. Das heißt, die Fettzelle kann
Fett speichern, aber auch nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt und Maße. Denn es muss im Grunde, was an Nahrung aufgenommen wird, muss ja irgendwann mal verbraucht werden, durchlaufen, durchdenken und durch andere Dinge. Und wenn jetzt auch die Fettzelle voll ist, dann fängt sie an zu hypertrophieren. Sie weiß nicht mehr, was wohin mit der ganzen überschüssigen Nahrung. Und sie bildet zusehends weitere Fettzellen. Sie wird die Fettzelle, das Fettgewebe wird aus einem Speicherorgan zu einem Drüsenorgan. Und wenn jetzt die Fettzelle zu viel Fett gespeichert hat, dann kommt auch um das Fettgewebe, dann kommt es da teilweise zu Sauerstoffmangel. Und der Sauerstoffmangel führt dazu, dass der ganze Stoffwechsel in der Fettzelle sich verändert. Und jetzt entstehen Sauerstoffradikale. Und die Sauerstoffradikale, das reicht dann nicht mehr aus. Die kann man nicht mehr entfernen, sondern die produzieren am Ende Zytokine. Die Zytokine sind Hormone, die den ganzen Körper überschwemmen. Und wenn diese Zytokine, ich muss jetzt das etwas nur einen Weg darstellen, kommen noch zu einem anderen Weg, wenn diese Zytokine eben systemisch in alle anderen Organe hineinreichen, dann beschädigen sie das Endothel, dann beschädigen sie das Herz, dann beschädigt sie alles. Und am Ende landet auch Zytokine heißt Entzündung. Im Grunde der entgleiste Stoffwechsel bedeutet ein einziger Entzündungsstatus für den Organismus, der alle Organe befasst, die von diesen Zytokinen beispielsweise erreicht werden können. Ein normales Fettgewebe enthält ungefähr 5% Makrophagen. Das sind die sozusagen spezifischen Immunzellen, die immer da sind. Natürlich auch die sind vorhanden, auch die produzieren Sauerstoffradikale, aber Sauerstoffradikale sind überall. Sie müssen nur im Gleichgewicht sein. Sie müssen, indem sie entstehen, auch wieder sinnvoll entsorgt werden oder sie dienen auch teilweise der Signalübertragung in der Zelle, Informationsübertragung. Es darf nur nie zu viel werden. Ein hypertrophes Fettgewebe hat am Ende 50% Makrophagen. Das heißt, es wimmelt nur so von Immunzellen, die nichts anderes machen, als Sauerstoffradikale rauszusenden, die wiederum andere Immunzellen anlocken. Und so haben wir hier einen Teufelskreis, der am Ende die Zytokine produziert. Das ist TNF-Alpha, das sind die Interleukine, das ist Interferone, die gehen überschwemmen den Organismus und dann darf man sich nicht wundern, dass am Ende in eine Stoffwechsellage mündet, die man summarisch als metabolisches Syndrom bezeichnen kann. Speziell ist es der Bluthochdruck, weil das Endothel betroffen ist. Es ist am Ende aber auch die Fettleber, weil auch die Leber mit diesem Ansturm von zu viel Nahrung und am Ende begleitet von Zytokinen nicht mehr klarkommt. Sie bildet ein kompaktes Gebilde, was man offensichtlich dann auch im Ultraschall nachweisen kann. Die Fettleber es gibt da Bilder, das normale, schöne Fettlebergewebe, richtige Ballen von Fett. Und das Problem ist, dass dieses Fett dann teilweise abgebaut wird. Es wird normalerweise zu Triglyceriden aufgebaut. Das heißt, ein Alkohol, das Glycerin mit 3 Fettsäureresten, das wird teilweise abgebaut. Und jetzt beginnt die eigentliche Katastrophe, nämlich dass diese Fettsäuren, das teilweise abgebaut, zu weiteren toxischen Produkten werden, nämlich dieses Acylglycerol beispielsweise, das ist ein Triglycerid abzüglich einer Fettsäure. Acylglycerol, das ist dann am Ende eines von 2 Komponenten, die wiederum exportiert werden, die Leber exportiert und greift in alle Organe ein, die mit Insulinsignal zu tun haben. Das Insulinsignal, das ist nicht nur an der Muskelzelle, das ist in der Fettzelle. Die Leber hat selbst ein Insulinsignal, nicht über den Rezeptor, sondern sozusagen auf der Genregulierungsebene.
wenn dort die Signalstrecke unterbunden wird, dann gibt es keinen Stopp mehr an Glukoseproduktion, an Gluconeogenese. Das heißt, man hat einerseits schon den zu hohen Blutzuckerspiegel und andererseits wird durch diese ganzen Fett-Zytokine Hemmung der Fettsäureverarbeitung wird am Ende dieses Acylglycerol exportiert und in alle Organe inklusive, und da kommen wir schon an einen kritischen Punkt, inklusive im Gehirn. Und das die Acylglycerin, ein anderes Produkt, sind die Ceramide, die am Ende die Insulinresistenz auch im Gehirn verursachen. Und am Ende ist es natürlich die Alzheimer'sche Krankheit. Das heißt also, von dem zu viel an Nahrung, von der Fettzelle über die Leber, über die Fettleber, schließlich zum Gehirn, das sind diese verheerenden Wege, die eine gestörte Stoffwechsellage eben einnehmen kann. Danke vielmals. Dann kommt noch, wie gesagt, die Endothelgeschichte, deswegen diese vaskulare Demenz, weil Endothel, nur ganz kurz, Endothel lebt davon, dass es eben dilatiert, dass das Blut durch kann. Wenn ich in der Endothel eine Insulinresistenz habe, die NO-Synthese ist insulinabhängig, vielleicht findet das auch nicht mehr statt. Und das wenige NO, was auch da ist, wird dann durch Sauerstoffradikale zum Peroxynitrit. Und es ist die Okklusion vorhanden. Es ist der Schlaganfall. Es ist im Grunde ein Szenario, was schlimmer insgesamt nicht sein kann. Nochmals ganz herzlichen Dank, lieber Wolfgang. Ich glaube nicht, dass alle Zuschauer alles verstanden haben. Ich nicht, auf jeden Fall nicht, aber ich habe verstanden, dass die Biochemie da einen Schlüssel hat und sehr viel Verständnis da ist. Aber vielleicht kannst du, lieber Kurt, es aus medizinischer Sicht hier uns nochmals ein bisschen näher bringen, was jetzt genau hier uns gesagt wurde. Nebst dem, dass wir zu viel essen, das habe ich verstanden, habe ich jetzt das Wort Zucker nie gehört. Ich dachte immer eigentlich, dass der Zucker der Hauptfeind ist, aber anscheinend ist es auch das zu viel zu essen. Darf ich dich da nochmals bitten, hier Aufklärungsarbeiten zu bieten? Ja, also ganz sicher sind wir uns einig, dass der Lebensstil, zu wenig Bewegung und dann zu viel Essen, und dann kommt noch zu viel vom falschen Essen und das sind dann eine Überschwemmung vom Körper durch Zucker, das wäre dann die Glucose, das wäre die kurzkettige Kohlenhydrate, also zu viel Zucker, eine Überschwemmung vom Körper, überlastet das System. Dann führt es über verschiedene Stoffwechselwege zur Entzündung. Mhm. Und die Entzündung schlägt in allen Organe zu. Und noch lange bevor der Diabetes Typ 2 diagnostiziert wird, beginnen die Spätfolgen, nämlich viel früher, noch vor der Diagnosestellung, weil die Entzündung in der Leber, dann Fettgewebe, was zur Hormondrüse wird, uns Ärger macht. Das Spannende ist, dass wir in der ärztlichen Ausbildung über diese biochemischen Vorgänge wenig lernen. Wir lernen dort auch wenig über Mitochondrien. Mein Lehrer war ein Biochemiker, Professor Reuter, und das war die eine Biochemie aus der Forschung. Dann sind wir uns begegnet und dann war die Schnittstelle zum oxidativen Stress und zur Entzündung da. Und das war dann die Konstellation, dass man gesagt hat, wir schreiben miteinander ein Lehrbuch, wo die Wurzeln von vielen Zivilisationserkrankungen in grundlegende biologische, physiologische Mechanismus beschrieben werden und dann in unterschiedliche Erkrankungen münden können. Die Botschaft heißt, bei Lebensstilveränderung weniger essen, sinnvolles Essen, mehr Protein, mehr Fett, weniger kurzkettige Kohlenhydrate, mehr Bewegung und ein besserer Schlaf, kann man diesen Entzündungen entgegenwirken. Mhm. Da kann man diese Erkrankungen abfedern. Und wenn man früh genug was tut, dann hat man eine sehr gute Chance, dass man diese zivilisationsbedingten Erkrankungen, falsche, zu viel Ernährung, gleichzeitig zu wenig Bewegung und zu viel Stress, abmildern kann und sogar verhindern kann. Und da gibt es dann einige gute Wege, die wir auch beforscht haben. Und so sind wir zusammengekommen, dass wir gesagt haben, ja, es gibt einzelne biochemische Details, wo jetzt Glucose schadet, Entzündung verursacht, Insulinresistenz verursacht hat und dass dann andere Heilzucker, die der Rudolf Steiner schon beschrieben hat, die man im Ayurveda beschrieben hat, wie die Galaktose
uns da besser helfen können. Und da habe ich viel gelernt, aber einige Details habe ich dann beim Wolfgang noch lernen können. Und in dem Austausch lernt man mehr. Und dann haben wir ein recht kompliziertes Lehrbuch runtergebrochen, lesbar, sodass es leichter verständlich wird und dass es wie ein Handbuch ist, ein Lesebuch mit Bildern, um Menschen inspirierend dazu bringt, das ganz Normale zu lernen, was in uns steckt und dann aus den verrückten Lebensstilentgleisung wieder zurückzufinden. Ist dieses Lehrbuch schon auf dem Markt? Nein, aber in den letzten Zügen. Dieses Jahr kommt es. Wir schreiben schon seit 10 Jahren. Tatsächlich. Ist nämlich schon extrem wichtig, weil letztendlich wir alle, denke ich mir, ich habe auch erst mit 45 mich vielleicht mit angefangen, mich mit Gesundheit auseinanderzusetzen, weil grundsätzlich lernen wir das gar nicht mehr. Du kommst ja auch aus dem Sport, du bist ja in der Bundesliga sehr stark verankert als Mediziner, als Arzt und diese Spaghetti-Blausch-Partys hat es bei uns immer noch gegeben, die sehe ich heute noch, Kohlenhydrate für Leistungssport, was ja wieder diese Glukosebildung massiv nach oben bringt und dann haben wir ja schon wieder diese Miserie, oder? Von A bis Z. Absolut. Und dann redest du wieder von Zucker und von der Galaktose. Das heißt, die Galaktose könnte ein Schlüssel sein, dass diese Leute, die unbedingt Zucker brauchen, einen gesunden Zucker kriegen würden. Ja, das ist ein Bypass. Auf der einen Seite ist es ein Bypass. Das bedeutet, wenn das Schlüsselloch klemmt und wenn zu viel Zucker da ist, dann gibt es außer diesem Auto mit 4 Rädern, das ist so der Glukosetransporter, gibt es noch ein Auto mit 1 Rad oder ein 3-Rad. Und über diese Hintertür kann die Galaktose ohne Insulin zum Verbraucher in die Zelle kommen und kann den Energiemangel, das was du schön beschrieben hast, den ATP-Mangel überwinden. Und auch die restliche Glukose findet leichter wieder in die Zelle. Das ist eigentlich eine intelligente Strategie. Und das sind eigentlich kleinste Unterschiede zwischen Glukose und Galaktose, die aber eine große physiologische, biochemische Wirkung haben. Und da kann man präventiv die Leistung optimieren. Man kann aber auch Menschen, die entgleist sind, in der Fettleber, in der Dickleibigkeit, im Übergewicht, in der nicht-alkoholischen Fettleber, im metabolischen Syndrom oder im Diabetes wieder zurückerobern. Man reduziert den schlechten Zucker, man geht in eine antientzündliche Richtung, mit einer antientzündlichen Ernährung und man gibt zum Entzug einen guten Zucker, sodass das System wieder läuft. Denn wenn ich ihm alles wegnehme, dann hat er eine Energiekrise, die noch größer ist. Also eine Diät hilft nicht und einfach nichts essen reicht auch nicht, sondern man braucht ein intelligentes Stoffwechselplan. Und es war eigentlich ein spannendes Thema, was uns zusammengeführt hat, dass man dann mit Galaktose auch den oxidativen Stress reduziert, die Entzündung reduziert und einen intelligenten Bypass findet, wo der Körper doch noch ernährt wird. Ja, also ich bin großer Fan von Galaktose geworden und ich sehe auch die Bedeutsamkeit dahinter. Es gibt ja viele Leute, die tatsächlich fasten, aber wenn ja die Zelle keine Zucker mehr kriegt, dann kommt ja die Depression, Energiemangel, sie mögen gar nicht mehr aus dem Bett gehen. Und dann habe ich auf der anderen Seite aufgeschrieben, 70-80% der Glukose wird in den Muskeln verbrannt. Also da muss ich mich ja zumindest bewegen, oder? Das ist es. Bewegung ist alles. Aber wenn ich keine Energie habe, bewege ich mich nicht. Dann ist ja eigentlich dieser Rattenschwanz da. Das neue Rauchen ist der Bewegungsmangel. Und was sich dann gezeigt hat in der Arbeit, dass das Ganze schon im Darm beginnt. Das sind die Signale vom Darm zur Leber. Und du hast es schön beschrieben, wie die Signale von der Leber dann in andere Organe gehen. Und da hat sich gezeigt, dass zum Beispiel die Galaktose schon im Darm reguliert und im Darm dafür sorgt, dass ein Bodenstoff, das Glucagon-like Peptide, ist ein Bodenstoff, der die Insulinsensitivität verbessert, nicht nur peripher, Darm zur Leber gut wirkt, um aus dieser Insulinresistenz wieder rauszufinden, sogar im Gehirn. Und dass die Galaktose, die im Gehirn wirkt, über körpereigene Mechanismen Regeneration anschaltet. Und die neueste Arbeiter von befreundeten Gruppe, die haben gezeigt, die regulieren die Hormesis, die Regulation vom Stoffwechsel, von Hormone. Also fantastisch mit Natursubstanzen. Und da haben wir eben auch viel voneinander gelernt, dass die Mitochondrien, die Energiekraftwerke der Zelle, eine Schlüssel
Rolle spielen. Und eine wichtige Aussage für den Zuschauer wäre, zu viel Kohlenhydrate produziere oxidativen Stress. Zu viel oxidativer Stress macht Entzündung und schlägt überall ein. Mhm. Und der nicht genützte Zucker, der brennt an, der karamellisiert im Blutgefäß, im Gehirn. Und dann wird die Bauchspeicheldrüse zuerst überfordert und irgendwann bricht sie ein. Das wäre dann am Schluss der Diabetes. Aber man sollte früher was tun und soll es gar nicht so weit kommen lassen. Und wenn der Zucker nicht verbrannt werden kann, dann muss die Zelle eine Überlebenstaktik machen und umstellen auf die Gärung. Ja. Und dann kommt fast gar keine ATP mehr raus, aber letztendlich ist es ein Stoffwechsel, der dem Krebsmodus, dem Krebszyklus eigentlich ähnlich sieht. Deswegen ist natürlich, Krebstherapie sollte möglichst Zucker vermeiden, ja. Und möglichst eben über die ketogene Ernährung die nötige Energie zuführen. Was noch im Zusammenhang mit den Zuckern, wenn man jetzt die Kohlenhydrate natürlich einerseits als Wasserstofflieferanten, aber auch die Fettsäuren, die in der Beta-Oxidation dann schließlich den Wasserstoff abgeben und über den Nitratzyklus am Ende münden sie eben in den Mitochondrien. Wenn man den Zucker direkt nimmt, der besteht ja aus zwei Teilen, aus einer Glucose und einer Fructose. Und der Zucker hat insofern, ist er hochproblematisch, wenn er zu viel eingenommen wird. Und überall ist Zucker. Es gibt keinen Gurkensalat und keinen Heringsalat und es gibt überhaupt nichts und keinen Joghurt, in dem nicht Zucker drin ist. In Maßen geht es alles. Schon hätten wir die Evolution nicht überlebt. Aber es ist immer ein zu viel an allen Ecken und Enden. Dann hat die Glucose den Nachteil, dass sie eben das Insulin anheizt und damit natürlich den Körper dauernd unter Beschuss setzt. Die Fructose, es wird ja gespalten, die Fructose ist wiederum energetisch nullwertig. Sie wird ausschließlich in der Leber verarbeitet. Das, was ich vorhin mal angedeutet habe, dass die hohe Selektivität von Enzymen ist so, dass die Glucose zwar abgebaut werden kann, auch in der Glykolyse, aber die Fructose nicht. Die Fructose wird phosphoryliert, gespalten und in der Leber abgelagert und dient dort der Fettsäuresynthese. Das heißt, die Fructose führt sofort zur Fettleber, wenn sie dann in einem Übermaß genommen wird und mit allen Folgen, was wir vorher angesprochen haben, was Fettleber eben bedeutet, das Überschwemmen des ganzen Organismus mit Abbauprodukten des Fettes, die deswegen nicht oxidativ verbraucht werden durch entsprechende Denk- oder Bewegungsleistung, sondern eben dann diffundieren durch den ganzen Körper. Deswegen Fructose wird als genauso toxisch angesehen wie Alkohol für die Leber. Fructose, deswegen Obstkuren sind insofern problematisch, wenn sie nur Obstkuren sind, ja. Tja, aber lieber Wolfgang, ich meine, jetzt laufen wir erst richtig warm in dieser Sendung, habe ich das Gefühl. Jetzt hat sie mir 20 Fragezeichen aufgegeben oder eigentlich auch eine bisschen Missstimmung, denn im Allgemeinen denken wir alle, Fructose ist gesund. Das Image wurde geschaffen, dass Fructose ein Segen ist. Wir sollen weg vom Zucker kaufen, Fructose. Super, großartig, was für ein Mist. Du hast heute über Wasserstoff geredet, wo wir eigentlich noch fast gar nichts darüber gesprochen haben, weil Wasserstoff ist ja wirklich der Schlüssel zu sehr vielen Dingen. Wir sollten auch darüber mal noch ein bisschen mehr reden. Und nochmals zurück zum Zucker. Da möchte ich einfach auch nochmals dich bitten, kurz zu sagen, der Schlüssel, wir brauchen Zucker. Ja. Das kriegen wir über Kohlenhydrate einerseits, aber eben viel zu viel. Und eine kohlenhydratarme Ernährung reicht. Aber wenn wir wirklich etwas noch machen wollen in die Zelle, um ATP zu produzieren, ist es die Galaktose. Mhm. Kannst du mir nochmals etwas über die Galaktose sagen, für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die noch nie davon gehört haben und wo man auch vielleicht eine Plattform findet, sich schlau zu lesen? Also, erste Beschreibungen kommen aus dem Jahr 1875. Ein Herr Apollinaire, ein Apotheker in Paris, hat Patienten behandelt mit Übergewicht und hat denen Zucker weggenommen, kurzkettige Kohlenhydrate und Galaktose gegeben, mit gutem Erfolg. Dann hat er einige Forscher, Biochemiker an der Charité, haben Diabetiker geheilt mit Galaktose. Unglaublich.
Dann hat der Otto Warburg die Galaktose gezeigt als Zucker, der Krebszellen hemmt. Und er hat sogar als erster 1924 bis 1937 einen Nobelpreis für den Energiehaushalt gezeigt, dass damit der Energiehaushalt ökonomisiert werden kann. Schon in unserer gemeinsamen Zeit konnte man zeigen, dass Galaktose Ammoniak entsorgt. Da konnte man zeigen, Galaktose wirkt anabol, greift Ammoniak auf und produziert Aminosäure. Ja, wir möchten Aminosäure. Wirklich? Protein, ja. Das macht die? Ja, das macht die. Und, dass man im Tierexperiment, man muss natürlich auch Forschung machen, dass eigentlich im Tiermodell Alzheimer und Parkinson-Zustände sogar reversibel waren. Aber wir haben noch nicht so viel verstanden gehabt, wie es genau wirkt. Und heute lernen wir mehr. Und jetzt kann man sagen, es ist ein insulinabhängiger Zucker, eine Essenz aus der Mistel von Rudolf Steiner. Und jetzt gibt es unterschiedliche Qualitäten. Man kann die in der Linse finden. Das heißt, man kann sie tatsächlich auch vegan herstellen. Man kann unter hohem Druck physikalisch aus Molke herstellen. Und wir haben eine hochreine, mit der kann man sogar Infusionen machen. Und da gibt es mehr zu lesen im Fall Kentoshop. Da gibt es noch Informationen zu Studien und so weiter. Und dann kann man das anwenden. Im Profisport wendet man das an. Bessere Leistung, bessere Performance, schnellere Regeneration. Bei allen Erkrankungen mit metabolischem Syndrom, Stoffwechsel, Leber, Fettsäure, da kann man einen Entzug machen. Jetzt kommt was Schönes. Man gibt im Körper einen gesunden Zucker, sodass er wieder auf die Spur kommt. Und du hast was Schönes gesagt, man möchte gern wertvolles Fett verbrennen. Und Galaktose aktiviert die Enzyme für die Fettverbrennung. Deshalb hat auch Novartis ein Patent, dass wenn man Antidepressiva einnimmt und Galaktose dazu einnimmt, dann nimmt man weniger Gewicht zu, wächst die Insulinresistenz überwinden hin. Das heißt, das Wissen ist da, die Substanz ist da, jetzt muss man nur noch gucken, dass man sie nicht gewinnt aus toxischem Herstellungsverfahren, Säureverfahren aus China, sondern dass man wirklich eine hohe Qualität aus der Schweiz hat. Und das wäre im Fall Kentoshop. Dann gibt es noch einige Apotheker, die haben das, die Vitaluce Apotheke bei Luzern, Vitaluce Shop, die haben auch eine sehr gute Galaktose. Und da gibt es überall mehr nachzulesen. Eines gibt es noch dort, Good Carbs. Ein kleines Rezeptbüchlein mit guten Kohlenhydrate. Das heißt, die langkettige Kohlenhydrate am Rand, Quinoa, Buchweizen, Hirse, die sind besser. Die jagen den Zucker nicht hoch und die Ballaststoffe helfen sogar noch im Darm, dass aus dem Darm auch noch die Power kommt für Mitochondrien. Ich hoffe, meine vielen Fragen, die jetzt gleich wiederkommen werden, sind auch schon auf dieser Homepage, wo du genannt hast, beantwortet, wie Galaktose produziert Aminosäure und Galaktose aktiviert die Fettverbrennung. Das sind Themen, die man wirklich thematisieren sollte noch, darüber reden muss, weil das ist für mich auch gerade neu gewesen und eigentlich zwei ganz bedeutsame Informationen von dir gewesen. Lieber Dr. Mekurt Mosetter und lieber Wolfgang Alexander Simon, ganz herzlichen Dank für dieses erste Gespräch. Wir werden diese Runde natürlich noch weiterreden, wenn ich die euch schon zusammen habe. Aber das war so ein erster Einblick für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, über das Stoffwechselproblematiken. Und ich hoffe sehr, dass Sie auch diese ganzen biochemischen Informationen, die Sie heute gerade gehört haben, auch verstanden haben. Denn das ist meines Erachtens elementares Wissensgut, das meines Erachtens auch wirklich an Universitäten gelehrt werden sollte, speziell an für die Mediziner, damit sie hier vorsorglich uns beraten können, uns Patienten, damit wir nicht in diese Misere reingeraten. Aber Ernährung ist nach wie vor kein Thema in der Medizin, leider Gottes. Umso besser, dass ihr es heute nochmals näher bringt. Herzlichen Dank und Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.